Was geht's? Corey hier. Geht's euch gut? Ich habe heute mir überlegt, wie wär's, wenn wir mal ein Video darüber machen, wie erlebt man Gott im Alltag? Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr einfach viel mehr im Austausch sein könnt mit Gott und dadurch Gott viel mehr erleben könnt. Ich muss zugeben, alles, was ich euch jetzt als Tipps weitergebe, ist nicht unbedingt alles, was ich mache, sondern eher an dem Punkt, an dem ich gerne sein würde. Aber fangen wir einfach an mit Tipp Nummer 1. Sobald du deine Augen öffnest, deine süßen kleinen Äuglein öffnest, gib Gott diesen Tag. Und zwar das Erste, was du sagst, ist nicht guten Morgen, nicht sondern Gott, danke dir für diesen Tag. Oder sowas wie, Gott, dieser Tag gehört dir. Nutze mich, um deinen Willen zu tun. Damit kann man gar nichts verkehrt machen. Das ist meiner Meinung nach der beste Start in den Tag. Tipp Nummer 2. Und immer noch, bevor du aufgestanden bist, lad dir die YouVersion Bibel App runter. Die gibt dir jeden Tag einen Tagesvers. Und bevor du überhaupt aufgestanden bist, lies dir diesen Vers durch und denke darüber nach. Und verinnerlich diesen Vers. Und vielleicht versuchst du ihn sogar über den Tag hinaus auswendig zu lernen. Und vielleicht jede Stunde versuchst du ihn immer und immer wieder aufzusagen, so dass der Vers in deinen Kopf gepflanzt wird und dass du mehr von diesem Wort Gottes in dir hast. In Josua 1,8 heißt es ja auch, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Klar redet Josua hier über das Gesetz. Das ändert ja nichts daran, dass wir tagtäglich an das Wort denken sollen. Tipp Nummer 3. Als nächstes würde ich dir empfehlen, Routine in dein Leben reinzubringen. Und zum Beispiel, wenn du anfängst zu essen, bevor du isst, bete für dein Essen. Erstmal, danke, dass wir Essen haben. Danke, dass wir nicht hungern müssen. Danke, dass wir jeden Tag, weißt du, das ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, dass ich morgen was zu essen habe. Ich weiß, ich habe morgen was zu essen, aber das ist nicht selbstverständlich in dieser Welt. Und deshalb, sei dankbar für das, was du hast. Und wirklich, versuch dir das jedes Mal, wenn du was isst, bewusst zu machen, dass wir einfach so gesegnet sind. Weiterhin kannst du natürlich beten, dass Gott dieses Essen segnet. Damit wir satt werden durch das Essen. Damit unser Körper das bekommt durch das Essen, was wir brauchen. Tipp Nummer 4. Bevor du anfängst zu arbeiten oder zu lernen oder in der Schule oder wie auch immer, gibst du auch das Gott ab. Und sagst, hey Gott, ich bin heute hier, nutze mich hier, wo ich gerade bin, in der Arbeit, in der Schule, im Studium. Hilf mir, diesen Stress zu bewältigen. Hilf mir, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Hilf mir, respektvoll zu Lehrern zu sein, zu Mitschülern, zu Mitstudenten, zu Arbeitskollegen. Hilf mir, deine Liebe nach außen zu tragen, hier, wo ich gerade bin. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sollen alles, den ganzen Alltag, 24 Stunden mit Gott, durch Gott, erleben und nicht, ich erlebe Schule und, ah ja stimmt, Gott gibt's ja auch noch. Nein, alles sollen wir mit Gott erleben und ich sag dir, du wirst Gott so sehr erleben. Gott wird durchgehend mit dir reden, der wird dir zeigen, hey, guck mal, die Person, bete für sie, geh dahin, tu dies. Er wird dir so klar Anweisungen geben, wenn wir ihm Raum geben und wenn wir durchgehend mit ihm in Verbindung bleiben. Tipp Nummer 5, nimm dir jeden Tag Zeit für Gott. Wenn du noch gar nicht damit angefangen hast und sagst, ich habe überhaupt keine Zeit, stell dir einen Wecker. Stell dir einen Wecker um, keine Ahnung, 12 Uhr. Und dann für eine Minute wirst du einfach ruhig. Einfach nur ruhig und wirst offen für das, was Gott dir sagen möchte. Und dann, wenn du irgendwann sagen kannst, boah, in einer Minute komme ich nicht zur Ruhe, dann mach 2 Minuten und dann 3 Minuten. Aber du musst nicht von Anfang an 30 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden stille Zeit haben, sondern starte langsam. Wir haben ein großes Ziel, klar, aber starte langsam. Starte mit einer Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und ich kann dir versichern, diese stille Zeit ohne Handy, ohne Musik, ohne irgendwas, sondern nur Gottes Stimme, das wird dir helfen, ruhig zu kommen und Gottes Stimme wirklich zu hören. Es ist nicht so, dass uns die Zeit ausgehen wird.
Das Ding ist, und ich glaube fest daran, dass so mehr wir Gott wirklich die Zeit geben, so mehr Zeit gibt er uns auch zurück. Also wir werden nichts verlieren. Wir werden keine Zeit, die wertvoll ist, werden wir verlieren. Wir haben genug Zeit, wenn wir sie brauchen. Tipp Nummer 6. So, wir sind ja jetzt im Alltag und wir gehen ja von A nach B, wir gehen einkaufen, wir gehen zum Bus, in die U-Bahn oder wie auch immer. Und wir werden immer wieder Obdachlose sehen. Also kommt drauf an, in welcher Stadt ihr seid, ob ihr in einem kleinen Dorf seid, dann ist es natürlich ein bisschen seltener. Aber wir werden Hilfsbedürftige sehen. Und mein Tipp ist es, zu helfen. Klar, es gibt die Leute, die sagen, hey, kein Geld geben, ist ja kein Problem, davon reden wir ja nicht unbedingt. Wir reden davon, hey, wenn du im Supermarkt bist, gib denen eine Tüte mit ein bisschen Obst, was zu trinken. Das ist das Einfachste, was wir machen können. Nächster Schritt ist vielleicht Klamotten kaufen, kann man denen. Und auch wenn wir gerade an diesem Tag sagen, hey, nee, jetzt gerade ist nicht der Zeitpunkt dafür, wir haben immer die Zeit, um ganz kurz für diese Person zu beten. Betet einfach zu Gott, hey, Vater, du siehst diesen Obdachlosen, ich bitte dich, dass du ihn versorgst mit dem, was er braucht. Und gib mir bitte die Kraft, dass ich motiviert bin und dass ich die Impulse habe, tagtäglich zu solchen Menschen zu gehen und denen das Wort weiterzugeben. Diese leichten Gebete, die nehmen keine Zeit weg. Du musst auch nicht dich hinknien und wo auch immer du gerade bist. Du kannst auch weitergehen und währenddessen mit Gott sprechen. Hey Gott, diese Person braucht deine Hilfe. Schenke dieser Person das, was sie braucht. Es ist das Mindeste, dass wir für diese Menschen beten. Denn das Wichtigste, was sie brauchen, ist natürlich das Wort Gottes. Und genau, dafür können wir beten. Weil in Lukas 14, 13 bis 14 heißt es, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also du weißt, du kriegst nichts zurück von diesen Personen. Aber wie du Gott erleben wirst in dieser Zeit, wo du hilfst, wo du einfach da bist für sie, das ist so viel wertvoller als alles Materielle auf dieser Welt. Tipp Nummer 7. Als nächstes kann ich dir empfehlen, hol dir ein Gebetsbuch. Ein Gebetsbuch, einfach ein Heft, wo du dir alles aufschreibst, was du zum Beispiel an Fragen hast. Hey, du hast Krisen, du hast Bibelverständnisfragen, wie auch immer. Schreib dir alles dort auf und geh zu Gott damit. Aber allgemein, alles, was du betest, für diese Person, die du begegnet hast, für deinen Arbeitskollege, der Gott noch nicht kennengelernt hat, oder Schüler, für jede Person, schreib dir alles auf, was du mit Gott betest. Weil dann kannst du dir auch irgendwann nochmal dieses Heft angucken und sagen, krass, was hat Gott in meinem Leben bewirkt? Tipp Nummer 8. Ein weiterer Weg, Gott im Alltag zu erleben, ist es im Bibelstudium. Lies die Bibel nicht nur als Buch, als Erzählung, sondern studiere sein Wort. Ich kann dir empfehlen, auch wieder bei dieser YouVersion Bibel App Bibellesepläne durchzuarbeiten. Denn es gibt so viele Themen da, ob es jetzt um Thema Taufe, um Thema Gebet, um Thema Heilung, um Thema Leid, um Thema sonst was. Es gibt für alles gefühlt einen Bibelleseplan, den du tagtäglich machen kannst. Und es ist meistens nicht viel, es ist immer so ein, zwei Bibelstellen am Tag plus ein kleiner Input. Alles das wird dir helfen, um Gott zu erleben. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Wort Gottes, die Bibel, das ist so, als ob Gott zu dir spricht. Tipp Nummer 9. Das nächste ist, was ich leider in meinem Leben früher gar nicht hatte, ist christliche Gemeinschaft. Gemeinschaft ist so essentiell in unserem Christsein. Man muss sich nicht immer treffen, um die Bibel zu studieren. Nein, es reicht die Gemeinschaft mit anderen gottesfürchtigen Menschen, anderen. Wo war ich? Man muss sich nicht unbedingt immer treffen, um über Bibelthemen zu sprechen. Nein, es reicht dieser Austausch, einfach nur Zeit verbringen und sich erfreuen an den Dingen, die Gott hier auf dieser Erde gemacht hat. Aber Gemeinschaft ist noch viel mehr.
Wir können in der Gemeinschaft erleben, wie Gottes Liebe ist, wie Gott sich das alles gedacht hat, diese geistliche Familie. Wir können unsere Sorgen teilen, wir können unsere Sünden bekennen, wir können uns gegenseitig helfen bei Umzügen, Streichen, Einkaufen oder so weiter. In der Gemeinschaft können wir nochmal erleben, wie der Geist Gottes in uns und in andere wirkt. Ist das nicht ein krasser Weg, um Gottes Liebe, Gottes Gegenwart zu erleben? Tipp Nummer 10. Super schön und super entspannt, wie man Gott erleben kann, ist, indem man ihn anbetet. Und zwar mit Lobpreisliedern, mit Worship-Musik. Egal, ob wir es singen oder ob wir es nur hören. Wenn wir uns gute Lobpreislieder anhören und über die Worte, die da gesungen werden, nachdenken, kommen wir Gott so nah. Wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht nur ein Konsumieren. Gott ist nicht nur ich will, ich habe, ich kriege, sondern auch danken und Gott anbeten für den, der er ist. Also wenn du unterwegs bist, in der U-Bahn, im Bus, im Zug, wenn du spazieren gehst, joggen gehst, beim Training bist. Und dann kannst du Lobpreislieder hören und auch das wird dir helfen, um Gott zu erleben. Tipp Nummer 11. Als nächstes habe ich mir Gottesdienst aufgeschrieben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hä, nee, Sonntag ist Gottesdienst. Aber das stimmt nicht. Wir nennen es zwar so, aber eigentlich ist Gottesdienst jeden Tag. Denn wir haben einen Dienst für Gott. Jeden Tag. Und zwar, wir hatten schon dieses Thema, anderen Menschen helfen. Aber unsere Aufgabe ist es, anderen Menschen das Wort zu verkünden. Also da, wo du bist. In der Schule, im Studium, in der Arbeit, wo auch immer du bist. Erzähl deinen Schulkameraden von Gott. Von der Liebe Jesu. Von der Beziehung, die du mit Gott hast. Und natürlich, sie werden wahrscheinlich mit kritischen Fragen kommen. Sie werden vielleicht Unverständnis zeigen. Sie werden dich vielleicht auslachen, wie auch immer. Aber das ist unsere Aufgabe. Das ist der Gottesdienst, den wir tun sollen. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 heißt es: Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig, wie es der Lehrer unseres Glaubens entspricht. Wir sind heutzutage so zurückhaltend. So, nee, ich sag das besser nicht, weil es könnte ja jemanden stören. Das ist sowas von egal. Wir sollen das Wort verkünden. Wir sollen denen das sagen, auch dass sie verloren sind. Aber natürlich auf einer ermutigenden Weise. Das ist ein Teil des wahren Gottesdienstes. Tipp Nummer 12. Der Tag endet und zum Schluss, bevor du schlafen gehst, dank Gott doch nochmal für das, was du erlebt hast. Erinnere dich, wo Gott dir an diesem Tag geholfen hat, wo er mit dir gesprochen hat. Und wiederhole diesen Bibelvers nochmal, den du am Anfang des Tages gelesen hast. Dank Gott, dass du ein Bett hast und eine Decke über den Kopf und natürlich über deinen Körper. Und beende diesen Tag so, wie du ihn gestartet hast, indem du Gott die Ehre gibst. Denn so erlebst du Gott im Alltag, indem alles, was du tust, alles, was du denkst, alles, was du atmest, alles, was du isst, dass du das mit Gott erlebst. Und wenn du Probleme hast, Gott zu spüren, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du Gott in deinem Alltag nicht einlädst, dass du ihn nicht mitnimmst, sondern dass du dein Leben führst, wie du es willst und Gott nur so hinterher schleifst. So wirst du keine Wunder erleben und du wirst auch nicht Gottes Herrlichkeit jeden Tag erleben. Und deshalb ermutige ich euch, diese Tipps mal anzuwenden. Deinen Tag mit Gott verbringen und so wirst du Gott erleben. Aber es gibt wahrscheinlich noch etliche Tipps da draußen. Und falls du welche hast, schreib sie unten in die Kommentare und vielleicht mache ich ein zweites Video mit euren Tipps. Und das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, das Video zu teilen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.